gekommen ist, wie gedacht, möchte ich euch einen kurzen Abriss dazu geben, wie wir die Motorhaube so gemacht haben, wie sie jetzt aussieht. Ja, wir haben also erst die Sprühfolie der Firma Foyertech aufgetragen. Diese Magic Green Purple Sprühfolie, also die so zweifarbig schimmert, wird man nachher gleich auf dem Video noch sehen. Also so lila und grün schimmert. Und dann haben wir einfach ein paar Farbreste miteinander gemixt und haben dann einmal so ein Hellrot rausgekriegt und so einen Braunton. Ja, und damit haben wir dann die Motorhaube hier so ein bisschen designt, sagen wir mal. Ja, ich dachte eigentlich, es kommt nicht ganz so gut an. Ich dachte, da gibt es irgendwie vielleicht auch ein paar schlechte Kritiken zu. Es ist auch noch geplant, vielleicht mal ein ganzes Auto so zu machen. Also so richtig extrem. Wie schon jemand in den Kommentaren erwähnt hat, man braucht dann an keinem Fußgängerüberweg mehr halten. Ja, das könnte womöglich sein. Es könnte aber auch sein, dass die Polizei vielleicht des Öfteren mal auf euch dann zurückgreift, wenn sie euch denn fahren sieht. So, wir haben also mit einem Pinsel die Sprühfolie auf diese Motorhaube aufgetragen. Wir haben die Karosseriesprühfolie ein bisschen stärker verdünnt, ja, also so circa 10%. Und dann haben wir mit einem Pinsel einfach wilde Farbspritzer in Fahrtrichtung quasi auf diese Motorhaube aufgebracht. Und wenn es jetzt zu dicke Tropfen waren, haben wir sie mit einer Luftpistole mit ca. 10 Bar, haben wir sie dann nochmal kurz einmal ein bisschen weiter gepustet auf der Motorhaube. Ja, die Hände sind zustande gekommen mit so einem Sanitätshandschuhen und einem Pinsel, quasi die Hände ein bisschen eingeschmiert mit der Sprühfolie, ja, mit der gemixten, da kam nachher so ein dunkles Braun bei raus. Und dann ganz schnell drauf auf die Motorhaube. Wie ihr richtig wisst, ist natürlich in dieser aufzutragenden Karosseriesprühfolie hier auch ganz viel Lösungsmittel drin. Ja, also wenn ihr jetzt das macht, dann muss es ganz schnell passieren. Man darf da nicht nach einer Minute nochmal mit der Luftpistole richtig dicht dran halten. Nein, dann sind die unteren Schichten nämlich auch so angelöst, dass die sich auch lösen würden vom Auto und man dann ruckzuck mit der Luftpistole mal ein Loch reinschießt, ja. Also muss es ziemlich schnell gehen. Rauf das Zeug, irgendwie wild umherspritzen und dann einfach ein bisschen verteilen. Auch die Handabdrücke, die ihr seht auf der Motorhaube, ganz schnell. Ja, kurz die Hände einreiben damit, beziehungsweise die Handschuhe einmal kurz anfeuchten und dann zack, zack drauf die Dinger und fertig ist. Nicht lange warten. Wer da, ich sag mal, 10 Sekunden drückt, holt wahrscheinlich die ganze Folie der Motorhaube wieder runter. Jetzt zu der Frage, kann man das auch auf eine nicht folierte Motorhaube auftragen? Ja, kann man auch. Aber da die Flecken ja unterschiedlich dick sind, kann es natürlich sein, dass es bei dem einen oder anderen Entfernen des Flecks auch ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Ja? Ihr könnt natürlich immer mit dem Lösungsmittel der Firma Foyertech hier mit der Karosseriesprühfolienverdünnung alles entfernen. Oder aber mit einem Mikrofaserlappen. Ja? Wenn man da ein bisschen mehr ruppelt, kriegt man auch dünne Sachen wieder ab. Grundsätzlich ist es aber besser, wenn ich erstmal die Motorhaube foliere mit 5, 6, 7 Schichten. Dann bin ich ganz sicher, dass ich das auch wieder abgezogen kriege, nachdem ich dann diese Spritzer drauf gemacht habe. Ja, also das ist kein Problem. Und da könnt ihr auch ein bisschen kreativ sein, ja. Ihr könnt Farben zusammenmischen ein bisschen, ihr könnt da versuchen, andere Sachen noch zu kombinieren. Wie ihr jetzt neuerdings seht, haben wir auch schon ein paar Pigmente, die wir jetzt da so reinmixen. Also ihr könnt da total kreativ sein und euch völlig auslassen, ja. Und wann immer ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich irgendwie auch eine Nachricht zukommen lassen und dann beantworte ich die natürlich, ja. Ich hoffe, so gut wie möglich dann natürlich.